Guten Tag, mein Name ist Klaus Stomberg und ich komme aus Emden. Ich arbeite im Ehrenamt und zwar einmal habe ich ein Ehrenamt in der Industrie- und Handelskammer in Emden, weil ich nämlich ein pensionierter Banker bin. Ich prüfe Auszubildende des Bankberufes und Bankfachwirte und begleite sie so ein bisschen bis zur Prüfung. Das mache ich schon seit sehr vielen Jahren und es macht mir immer noch Spaß. Und es ist also auch wichtig für mich, damit ich ein bisschen in der Technik bleibe, damit ich ein bisschen dabei bleibe. Und letztendlich endet es damit, dass ich die Prüfung abhalte und den als Auszubildenden der verschiedenen Banken aus dem gesamten Industrie- und Handelskammerbezirk benote und ihnen letztendlich eine Urkunde ausstelle zum fertigen Bankkaufmann. Und das mache ich im Ehrenamt. Das weitere Ehrenamt, was ich bekleide, ist ein, das ist schwierig zu erklären, ich arbeite im SES. Der SES, der Senior Experten Service, ist eine Organisation von zwei Bundesministerien und wir exportieren Rentner. Das hört sich ein bisschen spannend an, aber es ist relativ einfach. Wir suchen Herrschaften, die fit sind im Kopf, im Körper und ihr Wissen zur Verfügung stellen können in anderen Ländern und auch in der Bundesrepublik selber. Respekt, ja. Respekt sollte man sowieso haben. Man sollte Respekt haben vor Menschen, vor Tieren, vor Institutionen. Und wenn ich das also mittlerweile alles so höre in den Nachrichten und in den Dokumentationen und Reportern, ich finde es mehr als schlimm, um das mal ganz höflich auszudrücken, wie dort mit den Menschen, die helfen, umgegangen wird. Also darum Respekt. Und es ist auch eine respektable Leistung, um dieses Wort mal zu gebrauchen, was diese Menschen dort schaffen, was sie erledigen, wie sie helfen, weil sie machen es ja alle im Ehrenamt. Die kriegen oftmals keinen Pfennig dafür. Und das ist mehr als nur respektabel.